Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr nach dem Patch hier wieder in diesen Spot kommt. Dieser Spot ist sehr gut, um eure Waffen zu leveln, weil die Zombies spawnen alle vor euch. Und das Gute daran ist, wenn ihr die Zombies nah genug tötet, hebt ihr auch noch die Drops auf. So Leute, wie ihr hier reinkommt, zeige ich euch jetzt. Und zwar müsst ihr wieder das Ethoskop bauen, Leute, damit diese Anomalie spawnt hier in der Krankenstation. Dann springt ihr auf diese Anomalie drauf. So. Okay, wenn ihr hier seid, nehmt ihr Anlauf, springt wieder hier oben drauf. Dann duckt ihr euch, lauft so ein bisschen nach vorne, bis ihr euch hinlegen könnt. So, dann kriegt ihr, soweit es geht, nach vorne, tötet euch selber mit der Splittergranate. Dann, während ihr euch belebt, müsst ihr springen, spammen und durch umdrehen und hier hochlaufen. So, wenn ihr nun hier seid, Leute, springt ihr hier hin, von dort aus eins rüber und dann nehmt ihr Anlauf und springt hier rüber, Leute. So, das war's. Wenn ihr dann hier seid, werden die Zombies alle schnell vor euch spawnen und ihr könnt eure Waffen leveln. So Leute, um hier nun wieder rauszukommen, müsst ihr einfach nur euren Ätherschleier voll machen, falls ihr ihn auf Stufe 3 habt, und einfach aktivieren. Dann seid ihr wieder draußen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr, sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.